Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Panzer Corps 2. Wir preschen hier gerade so als kleine Aufklärungsmission quasi, hat sich Rommel gedacht, quer durch Libyen. Das funktioniert bisher auch ganz gut, besser als beim letzten Mal. Und wir müssen mal gucken, dass wir ein bisschen das Tempo vielleicht sogar noch ein bisschen forcieren können. Da müssen wir mal schauen, ob uns das gelingt oder eher nicht oder... Und wo wir noch einen Flughafen herbekommen, hier drüben zum Beispiel. Das wäre, glaube ich, einigermaßen wichtig. Den zu erledigen. So, erstmal ist der Gegner dran. Was ist denn mit euch los? Wenn ihr gerade sowieso nichts zu tun habt, weil ihr hier so defensiv rumsteht, dann können wir euch doch auch genauso gut einmal noch verstärken. So ungefähr. Okay, irgendwas ist passiert. Aber irgendwie war das so schnell vorbei. Ich weiß gar nicht, warum das jetzt sich so schnell aufgelöst hat hier. Ne? Hier, die haben... Ne, die haben sich verstärkt. Haben die auch uns angegriffen? Ne, die haben uns eingekesselt, okay. Meinetwegen. So, dann gucken wir mal. Unsere Langstreckenbomber, die haben ja nichts zu tun. Können unsere kleinen süßen Bomber, die können wir ja immer noch nicht nach da drüben verlegen, weil da voll ist. Die kommen da gar nicht ran, okay. Hätten wir das schon erklärt. So, okay. Langstreckenbomber nehmen hier die Artillerie ein bisschen auf Spawn, erreichen da nicht wirklich viel. Hier kriegen wir aber auch irgendwie nicht. Vernünftig zu Boden gerungen, vermute ich. Schauen mal. Ah, die kriegen wir auch so erledigt. Hier drüben um die müssen wir uns auf jeden Fall ein bisschen kümmern. Und dazu müssen wir auf jeden Fall die komische Artillerie beseitigen. Das war schon mal ziemlich gut, denke ich. Ah, dann verpissen die sich. Stehen dahinter, sind da quasi komplett unterdrückt. Aber ich schätze mal, dahinter komme ich halt auch nicht vernünftig. Mit einem Bomber. Den hatte ich doch extra letzte Runde hier vorne geparkt. Und jetzt ist er halt wieder nach da hinten abgehauen. Finde ich nicht gut. Hm. 5-3. 5-3 ist einfach nicht so günstig. So, dann würde ich sagen, wir kesseln die Jungs da einfach mal ein. Ach, die haben noch den Hafenzugang, ne? Ja, das Ding ist nämlich, die Panzer brauchen wir eigentlich hier drüben.
um da einen vernünftigen Vorstoß wagen zu können, denke ich. So, wir müssen mal hier drüben so ein bisschen hinschauen, was da passiert. Da ist nämlich eine Panzerabwehr. Die müssen wir natürlich irgendwie loswerden. Und direkt daneben ist natürlich noch eine Artillerie. So, wir können da schon ran, ne? Also ran ist nicht das Problem. Das Problem ist eher das drüber. So, und die wollen wir nicht angreifen, diese Runde. Wir fliegen einfach mal so vorsichtig hier hinten drüber, gucken. Aha. Mehr Panzer im Anmarsch. So, das heißt, euch werden wir auf jeden Fall erstmal verstärken. Ihr könnt da rumgurken, das ist kein Problem. Was haben die für eine Bewegung? 6 und 5. Die könnten hier rankommen. Ich bezweifle, dass sie hier rankommen. So, die Jungs haben sich nicht bewegt. Können wir erstmal ein bisschen die Verluste ersetzen. Das werden wir hier scheinbar doch noch ein bisschen gebrauchen können. Die Panzer sind hier hinten, glaube ich, so gut wie nutzlos. Die ziehen wir einfach nach hier vorne. Und dann fangen wir einfach an, hier ein bisschen drauf zu schießen. Auf die Typen. Und den Bomber verlegen wir nach hier drüben, damit er halt irgendwas machen kann. Nächste Runde. Zum Beispiel diese Artillerie hier ausschalten. Das wäre, glaube ich, unglaublich günstig. So, die Jungs können wir da aus der Stadt wieder rausziehen, auf jeden Fall. Ihr habt eine Aufklärungsreichweite von 2. Ja, dann können die sich einfach hier hinten ransetzen an die. Können die ein bisschen blockieren. So, die Artillerie dorthin. So, die Brandenburger ziehen wir einfach hier mit hoch. Ne? Die können vielleicht nachher die Artillerie von hinten angreifen oder hier die Jungs von irgendwas abhalten oder halt gegen die Panzer unterstützen. Irgendwas werden die schon gebacken bekommen. So, die bewachen hier einfach den Flugplatz. Das passt so.
Ich noch jemand, der sich unbedingt bewegen möchte. 7-2 gefällt mir nicht. 5-3 auch nicht. Nee. So, da kommt die Panzer angerollt. Die schaffen es über die Straße tatsächlich bis hierhin. Und wollen hier die kölschen Jungs ein bisschen... Ah, nee, die haben die Panzer hier angegriffen. Nicht unsere wertvollen Pioniere. So, die greifen da nur mit halber Stärke an. Ach, und das ist der Flammenpanzer. Das habe ich schon wieder ganz vergessen. Die trauen sich hier echt, die Brandenburger anzugreifen, so. So, hier hinten, das Ding müssen wir loswerden. So, könnt ihr hier drüben irgendwas bombardieren? Ja, nice. So, hier sind meine anderen Bomber. Mit denen sind 4 unterdrückt. So, was hatten wir für eine Initiative? 1. 1 ist natürlich nicht so viel. So, dann könnt ihr hier als Geleitschutz aufschließen, auf jeden Fall. Euch verlege ich auch nach hier drüben. Mit der Artillerie haben wir uns hier natürlich jetzt nicht beschäftigt. So, ihr braucht auch noch einen kleinen Geleitschutz. Und dann können wir hier noch einigermaßen entspannt angreifen. Ungefähr so. Mal gucken, ihr richtet 6 an, ihr 5, ihr 4. Das ist, glaube ich, schon mal klar, wer das hier übernimmt oder auch nicht. Warte mal, ihr könnt doch rein und wieder raus, ne? Also hier einmal angreifen. Die haben sich ergeben, sehr schön. 5-5. Die weiche mal erstmal ein bisschen auf. Wir haben natürlich keine Pionierunterstützung jetzt gehabt.
Können wir die einkesseln? Nee, ne? Weil die immer noch Hafenzugang haben. Das bringt also nicht so irre viel. Ja, wir können höchstens hier rumgehen, dass sie halt diese Teile hier nicht einfach besetzen können und wir da nächste Runde noch drauf treten müssen irgendwie. So, hier ins erhöhte Gelände rein mit euch. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir diese Panzer hier loswerden. Die sind ja jetzt schon größtenteils unterdrückt. Ah ne, das war ein Fehler. Wir versuchen das mal so rum zu machen. Ziehen sie sich nämlich direkt zurück. Wir können hier gerade durchstoßen. Die Typen überrennen. Die hier raustreiben. Die so überrennen. Da hinten haben wir noch einen Vickers, ne? Vor dem Vickers habe ich nicht so richtig viel Angst, muss ich zugeben. Ja, und mehr Panzer haben die da scheinbar gar nicht rumzustehen. Hier oben auch nicht, da ist nur ein Bingo. So, die Brandenburger kommen hier nicht ganz rum, leider. Das hätte schon mal funktioniert. Die Jungs hier blockieren wir einfach so. Das müsste, ja, das ist normale Ebene. Dass sie halt in die Ebene runterkommen müssen, wenn die was von uns wollen. Habe ich hier noch einen Panzer? Einen Panzer 3H habe ich da noch. Kleines Dilemma. Wie mache ich das am besten? Da habe ich auch noch einen Panzer 3H. Ach so, aber da kann sich noch ein Feld weit bewegen. So, ich werde die Formation hier jetzt so ein bisschen auflösen, weil der Gegner scheinbar keine Panzer mehr hat, die uns irgendwie gefährlich werden können. Die haben wir zum größten Teil unterdrückt, auf jeden Fall. So, und damit haben wir jetzt freien Zugang nächste Runde zum Panzerabwehrgeschütz. So, und ich werde mal dafür sorgen, dass wir hier defensiv einigermaßen gut organisiert sind. Auch wenn ich jetzt den Panzer natürlich hier direkt vor das Panzerabwehrgeschütz stelle. Aber dadurch, dass wir hier ein Flugabwehrgeschütz dabei haben, sollte das eigentlich nicht so viel ausmachen.
So, wohin mit euch? In die Stadt rein finde ich nicht so gut. Die müssen sich wahrscheinlich um den Vickers kümmern dann. Bei Gelegenheit. Also ziehe ich die einfach hier vor. Ihr könnt hier vorne ein bisschen mithelfen vielleicht. So. Mal schauen. Wo sind wir? Da drüben sind wir. Gut. Irgendwie, Leute. Ich muss gerade mal in die Option gucken, ob hier irgendwie eingestellt ist. Ich mache mal kurz, unterbreche hier. Ich habe es jetzt nicht gefunden, ne? Aber es sieht ja so aus, als wenn hier irgendwelche Angriffsanimationen übersprungen werden die ganze Zeit. Das macht mich halt so ein bisschen stutzig. So, wo ist denn der Vickers hingerannt? Ist er überhaupt irgendwo hingerannt? Dazu befrage ich doch gerne mal mein Aufklärungsflugzeug. Der steht noch da. Hatten die ja nicht ein Luftabwehrgeschütz eigentlich geparkt, dachte ich. Nicht ran. Ja, die können hier vielleicht ein bisschen aushelfen. So, wunderbar. So, den Weg freigeräumt hier. Na, wie weit kommt denn ihr? Gar nicht mal so weit. Das heißt, hier tasten wir uns vorsichtig vor, stellen fest, hier ist komplett frei. Bis hinter diese Stadt. Interessant. Das heißt, hier hinten müssen wir eigentlich safe sein, ne? Der Gegner scheint auch keine Flieger mehr zu haben. So, die Hilfstruppen können wir hier ruhig ein bisschen verheizen. Denke ich. Die Frage ist halt, ob die Panzer sich hier so lange aufhalten sollten. Wenn ich ins Gebirge reinbewege, machen die zwar mehr Schaden, aber beim Gegenangriff sind die dann halt deutlich empfindlicher. Müssen wir irgendwie loswerden.
Nein. Ach Quatsch. Jetzt wenn. So, wie weit kommt denn ihr? Aha. Die Jungs? Ah ja, aber die wären nicht bis dahin gekommen. Und ihr kommt nicht bis da hoch. Na gut. Oh, aber ihr könnt vielleicht versuchen, die hier zu erledigen. Ungefähr so. So, und die kölschen Jungs hier müssen das eigentlich packen. Das sah gut aus. Macht einfach so weiter. Die sind eingekesselt. Das passt. Können die sich hier unten so ein bisschen um die Vickers kümmern. So, ihr müsst hier stehen bleiben, um die Artillerie vor einem Ausfall zu schützen. Ihr könnt hier in aller Gemütsruhe eigentlich. Wie sieht denn das aus mit eurer Verteidigung gegen Infanterie? Das macht eigentlich keinen Unterschied so richtig. Ah, da könnte höchstens der Dingo rankommen, ne? Das heißt hier, die Jungs, hopp, einmal besetzen, zip, lauf runter. Die kommen da auch nicht hin. Okay, das war nicht so irre effektiv. Das ist wahrscheinlich auch nicht der optimale Einsatz für einen Flammenpanzer. Wie weit ist denn meine Artillerie hier eigentlich vorgeprescht? Da. Ja, sehr gut. So, euch kann ich eigentlich schlafen legen. Da ist die Flugabwehr. Reichweite 3. Das heißt, wir sind jetzt in Reichweite. Nice. Boah, die sind genauso gut wie unsere 88er. Gut zu wissen. Das heißt, da hinten mit Luftunterstützung wird es schwierig. Aus dem Nirgendwo. So, die wollen ja jetzt doch irgendwie die Stadt besetzen. Die greifen mir die Infanterie an. So, wie weit kommt denn ihr nach vorne? Nicht so irre weit. Nicht so, dass es irgendwie nützlich wäre. Die kommen auch ein Feld. Weil die auf der falschen Seite vom Flughafen wieder sitzen. Toll. Großartig. Ist das enges Gelände? Erhöhtes Gelände, enges Gelände, ja. Ah, die sind doch hier auch. Ne, das ist normales Gelände. Ja. Kriege ich ja noch eine Panzereinheit ran. Brandenburger zur Not.
um hier drüben zu verteidigen. Ja, die Jungs können wir einfach hinfortscheuchen. Vier eins, nicht so cool. Ich kann gar nicht bis nach da hinten schießen. Na. Ah, rausgetrieben. Nice. Ach, das waren nicht mal Pioniere hier. Ah, hallo. Brauche ich die Pioniere noch hier oben oder setze ich die lieber hier unten irgendwo ein? So, hier hockt noch ein Dingo drauf. Ich glaube, da komme ich gar nicht gut ran diese Runde. Dankeschön. Direkt vor die Flinte getrieben hier. So, dann rücken wir hier mal zügig vor. Kessel den Dingo hier direkt ein. Praktisch. Da könnten die Brandenburger hier aushelfen. Ich denke, die müssen hier oben verstärken. Dass wir hier einen vernünftigen Abwehrring hinbekommen. Das bringt sowieso nichts, ne? Weil, obwohl doch, gegen die Panzer hier brauchen wir das Flugabwehrgeschütz hier. Rubberbub, ungefähr so. So, sehr hübsch. Ach, die hätte ich sogar noch mal bewegen können. Wenn ich am Anfang gewusst hätte, dass ich da andersrum angreifen will. Nee, hab ich gehabt. Ja, die können eigentlich hier hocken bleiben. So, dann habe ich hier hinten noch ein paar Flieger. Sogar ein bisschen weichklopfen hier. Ja, aber unsere Panzer verlieren das. Ich habe ja... Ah, die kommen da nicht rüber vernünftig. Also jedenfalls nicht ohne ihren Transporter aufzugeben. Ach, hier hätte ich noch ein paar Bomber gehabt. Nein, warum bin ich so doof? So, ich glaube, die Jungs können hier einfach mal einen Ausflug machen und wenn die halt runterkommen wollen, dann sollen die das tun. Ich meine, hier, das würde sich jetzt Angreifende anzubieten, ne? Die haben auch eine Aufklärungsweite von 3, also die sehen, dass die hier unverteidigt sind.
So, die Gebirgsjäger. Da setzen wir einfach hier hin, um den Typen den Rückzug abzuschneiden. Quasi eine kleine Entscheidungserleichterung für die. Ihr kommt nirgendwo voran. Könnt ihr noch irgendjemanden beschießen? Der Vickers ist da knapp außerhalb der Reichweite. Ah ja, da muss scheinbar nicht, oder? Kommt ihr da hinten ran? Das ist genau ein Feld wieder. Ach, das ist doof. Menno, kommt ihr von hier unten daran? Ja, irgendwie schon. Aber halt nicht so richtig gut. Hätte ich euch nicht schlafen gelegt eigentlich? Na, war so. Sollte das chillen. Ja, die Jungs könnten hier noch aus der Stadt rausfahren zumindest. Und diese Einheit hier mit einkesseln. Ah. Die legen sich echt mit unseren Gebirgsjägern an. Das war ja mal der ultimative Suizidangriff. Ich hätte nicht gedacht, dass es so hervorragend funktioniert. Aber gut, meinetwegen. Ich beschwere mich nicht. Das wäre unangebracht. Ja, die haben sich verstärkt einfach nur. Also gibt es da scheinbar doch keine Kampfanimation, sondern die verstärken sich nur. So, wollen wir die mal ärgern? So, wir können die hier abdrängen im Moment. Aber halt blöderweise nicht platt machen. So, wie sieht es mit euch eigentlich aus, wenn ihr hier irgendwie... Nee. So, einmal überrennen. Habe ich da Bomber, die da hinten rankommen? Ne, die kommen immer noch nicht ran. Die Jungs hier kommen wahrscheinlich auch immer noch nicht ran. Ja, in dem Fall würde ich sagen... Beginnen wir doch mal damit, hier ein bisschen für Terror zu sorgen. Und starten wir in die nächste Runde einen gepflegten Angriff oder erst übernächste Runde? Ich weiß noch nicht. Ach, die haben sich ergeben direkt. So, dann würde ich sagen, wir verlegen mal Flugzeuge.
Und zwar hauptsächlich Bomber. Und Aufklärer nach da oben. Na, Aufklärer kann ich nicht verlegen gerade. So, wer ist denn hier noch intakt? Da müssten, denke ich, 7 Flugzeuge raufpassen, ne? Also alle Jäger bis auf einen quasi. Ungefähr so. So, und jetzt müssen wir uns hier ein bisschen sputen. Dass wir unsere Artillerie halt hier irgendwie nach vorne bekommen. So, der Panzer 3H. Da kann man gucken, ob wir hier jemanden aus der Reserve locken können, während er versucht, hier drüben aufzuschließen. Die bleiben noch schön da. So, Artillerie, Pioniere, Gebirgsjäger. Alle sind am Start. Die Jungs können auch aufrücken. Die Flugabwehr ist nicht mehr ganz so wichtig, weil keine gepanzerten Fahrzeuge mehr auf dem Feld sind. Außer halt hier drüben die. So, ihr könnt auch schlafen. Euch will ich nicht bewegen. Noch ein Feld nach vorne will ich jetzt noch nicht. Ne, müssen die auch gar nicht. Wir rücken da einfach nächste Runde langsam vor. Okay. So, die haben sich hier wieder repariert. So, und jetzt wird es natürlich ein bisschen spannend. Weil wir mal rausfinden müssen, wer hier wen bombardieren darf. Am besten benutzen wir dazu ein Aufklärungsflugzeug. Ah, das müssen wir gar nicht nach da oben verlegen. Das, ah, vielleicht doch. Wenn wir dann hier drüber ziehen wollen. Nee, okay, gut. Ich habe halt immer noch keine Bunkerknacker dabei. Wir machen das vielleicht mal so. Mit euch von da. Sehr schön. Gibt es einmal Artillerie, Pioniere. Warum seid ihr so angeschlagen? Euch muss ich doch erstmal verstärken, bevor ihr irgendwas reißen könnt. Ich glaube, die Flugabwehr steht hier, ne? Genau, da steht sie. Aber wir sind leider nicht so irre effektiv dabei, die zu unterdrücken. Das heißt, Flugzeugeinsatz können wir hier oben eigentlich komplett knicken. So, ihr macht hier erstmal die Lücke zu. Gäbe natürlich eine Möglichkeit, wenn wir diesen Flughafen hier halten könnten.
Bomber kommen da echt nicht hin. Oh. Nein, die hauen ab. Das ist jetzt natürlich ein bisschen ungünstig. Ich hätte nicht gedacht, dass sie sofort abhauen. Initiative 14, Initiative 6. Das heißt, die können wir eigentlich direkt hier ranziehen. Müssen ja nicht. Können wir auch einfach so ein bisschen dahinter hauen und hoffen, dass das passt. Ach, die hätten vielleicht hier noch angreifen können. Nee. Gut. Wie sieht's denn aus? Wenn ihr hier bombt, dann verliert er einfach nur einen und das war's. Aber wir müssen halt nur noch diese Stadt hier einnehmen im Prinzip. Haben wir schon gewonnen. Aber wir könnten natürlich auch versuchen, die mit Artillerie zu unterdrücken, einfach. Die Flugabwehr. Ich weiß nicht, ob das so hundertprozentig gut funktioniert. Die Jungs brauchen wir hier auf jeden Fall auch nicht mehr. Einer von den Jägern hier irgendwie an die Panzer ran, ja, so ein bisschen. Yippie. Nicht so krass effektiv. Okay. So, die haben sich hier wieder verstärkt, natürlich. Ich krieg da keine Bomber ran. Ich krieg da aber Scouts ran, denke ich. So. Ups. So, jetzt treiben wir diese Panzer hier echt quer durch die Dünen. Einfach nur, weil lol, wie es aussieht. Okay.
Und dann gibt es hier drüben ein bisschen Aufklärung. Ein bisschen ausgraben. Die kölschen Jungs würden da gar nicht so einen schlechten Job machen. Die mussten da hinten rum. Wir haben die direkt rausgedrückt. Das ist unsere Chance, dieses Szenario komplett zu beenden. Die Panzer haben wir erledigt. Hier hinten haben wir alles erledigt. Hier uns durchzufriemeln würde wahrscheinlich zu lange dauern. Ja, die kommen da auch leider nicht hin. Könnt ihr hier irgendwie einrücken? Nee. Da kommt keiner durch. Brandenburger könnten hier rein, würden da aber Verluste durch das Panzerabwehrgeschütz erleiden, auf jeden Fall. Ergibt nicht so richtig Sinn. Was bekommen wir denn an Punkten? 70 und 45% Bonus. Das ist ganz ordentlich, ne? Das sind 100 Punkte pro Runde. Also nochmal 900 Punkte obendrauf. Nicht noch irgendwo sinnvoll angreifen? Ich denke nicht. So. Die Aufklärer dürfen hier besetzen. Schnabob. Und die Jungs dürfen ja, hier einfach rein und dann ist vorbei. Die Penneberger Jungs dürfen hier, ich weiß gar nicht, was ist es, Gazala besetzen. Ja, also die kölschen Jungs, ne, da mit ihrer Infanterie schlechter Fähigkeit, die waren jetzt echt auf zwei Drittel Stärke runter und haben die hier einfach rausgetrieben. Die wurden vorher auch bombardiert, klar, aber na, trotzdem, nice. Unsere 15er, die unterdrücken mehr tatsächlich, ne? Die Flachs natürlich auch. Die U88 auch. So, und dann sind wir schon im Bereich 2 zu 1. Und zwar locker. Das ist sehr gut. Hier die Flak. Achso, die hat zufällig zwei Kills gerissen und keine Verluste erlitten. U87, ne? Wenn die halt da rankommen irgendwie in Reichweite, machen die halt richtig viel kaputt. Pinneberger haben auch wieder gut zugeschlagen. Deutsche Jungs auch. Als Pioniere erste Reihe, ne, verlieren die halt auch immer deutlich viele Stärkepunkte. So, guck mal. 6300, wir haben 1300 Punkte bekommen. Für 9 Runden. Das sind 400 Punkte mehr, als ich gedacht hätte. Haben wir die Prestige-Punkte hier von den Brandenburgern immer noch mit drauf bekommen? Ich weiß nicht, dann könnten die halt auch gleich hier oben mit reinzählen. Aber die, da bekommen wir wahrscheinlich nicht den Bonus auf diese Punkte. Ja, auf jeden Fall lief das hier deutlich besser als beim letzten Mal. War schon mal sehr gut. Und dann kommen wir beim nächsten Mal Tobruk? Ne, Tobruk kommt noch nicht, ne? Da kommt noch irgendwas dazwischen. El Alamein. Ich weiß gar nicht, wie die Reihenfolge ist. Wir werden sehen. Auf jeden Fall beim nächsten Mal müssen wir, glaube ich, schon die schönen Panzer 4 bekommen. Mal gucken.
Für heute war es das auf jeden Fall, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich für euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.